Hallo Leute und willkommen hier bei Mi AppleCat. Heute schauen wir uns die BenQ Screenbar Lite an. Tja, was ist denn das? Das ist eine Lampe, die man auf den Laptop oder auf den Monitor aufsetzen kann. Aber hauptsächlich ist das Teil hier für den Laptop designt. So sieht's aus. Da haben wir das Ding auf der Packung drauf mit Bedienelementen und hier hinten dann eine Kurzanleitung, wo nochmal steht, welcher Knopf ist wofür und. Aber das schauen wir uns gleich hier im Detail an. Die Packung selbst, ja, verschwenderischer Kunststoff, sage ich mal, also eine Kunststoffpackung. Wir klappen sie auf und finden dort einmal unsere Screenbar und hier unten noch ein paar Garantiebestimmungen. Nichts Interessantes weiterhin, also weg damit. Und das ist die eigentliche Einheit. Hier ist noch eine Schutzfolie drüber, die ziehe ich mal schnell ab. Und dann sehen wir einmal hier oben die Bedienelemente. Wir haben hier also eine Touch-Bedienung mit Powerbutton, automatischer Helligkeit, höher, niedriger, Lichtfarbe und Lichthelligkeit. Das kann man einstellen. Und hier das Herzchen, das ist für die Einstellung des Favoriten, also der Favoriteneinstellung. Und hier haben wir noch einen Umgebungslichtsensor drin, denn man kann, wie gesagt, hier auf Automatik stellen. Und dann wird automatisch dann hier vom Sensor erkannt, wie hell ist es in eurer Umgebung. Und dann die Lichtstärke wird dementsprechend angepasst. Und die Lichtstärke, die kommt hier unten raus. Da haben wir nämlich eine Leiste mit vielen, vielen kleinen LEDs, die hier so in einem gewissen Winkel angeordnet sind. Und weswegen das in diesem Winkel hier ist, das sehen wir gleich. Hier noch zur Befestigung. Wir befestigen das ganz einfach hier mit so einem Clip-Mechanismus. Dann am Monitor. Das ist alles ein ganz dick gummiertes Material hier, dass da auch nichts verkratzt oder vermackt wird. Da braucht ihr keine Sorge haben. Und man kann es dann eben auch von der Dicke, da seht ihr das, da geht mein Finger rein oder auch ganz, ganz dünn, dementsprechend dann anpassen oder das passt sich automatisch an. Und als Anschluss, Stromquelle, haben wir dann hier einen ganz normalen USB-Anschluss. Und da ist er. Okay, dann wollen wir doch mal sehen. Ich habe hier mein MacBook Pro stehen und das hat ja ein ziemlich dünnes Display. Ne? Da ist nicht viel Material, das seht ihr schon, sehr, sehr schmal. Und dann setze ich das jetzt hier einfach mal so oben drauf, die Screenbar, und passt. Hier habe ich es angeklippt, das hält wunderbar und ich kann dann eben auch hier noch die Neigung einstellen. Das seht ihr gleich, wofür das genau gut ist, aber das funktioniert. Es hat einen sicheren Halt und auch wenn ich hier ein bisschen dran rumwackle, da löst sich nichts. Das sitzt richtig gut. Von hinten sieht das Ganze dann so aus. Ein BenQ-Logo und das ist alles Aluminium, also kein Kunststoff. Nein, alles hochwertige Materialien. Sieht auch schön aus. Genauso wie hier die komplette Leuchte, also hier oben. Auch das ist kein Kunststoff, sondern Aluminium. So, da haben wir die Screenbar und jetzt brauche ich natürlich hier noch Strom dafür. Und dafür stecke ich das hier in den USB-Anschluss einfach mal ein und mal schauen, ob dann das Lichtchen auch schon angeht. So, ich habe hier meine großen Lichter jetzt mal ausgeschaltet, damit man das hier besser sehen kann. Ich schalte mal hier über die Touchfläche einfach ein und ihr seht, ich habe hier eine kräftige LED-Beleuchtung, die direkt hier am Start ist und ich kann die Helligkeit auch einstellen. Hier durch diese Flächen kann ich heller und dunkler stellen. Ja, das geht stufenlos, funktioniert sehr gut. Was ich aber auch tun kann, ich kann die Lichtfarbe, also die Lichttemperatur ändern. Aktuell ist das hier noch ein sehr weißes Licht. Kann man hier schön sehen auf meiner Hand. Und jetzt stelle ich hier mal um auf die Farbtemperatur und kann hier das Ganze in den gelblichen, orangen Bereich wechseln. Ich weiß nicht genau, wie gut das eingefangen wird. Und dann gehen wir jetzt nochmal hier in den richtig weißen Bereich rein. Also ein kaltweißes Licht oder eher ein warmweißes Licht. Das kann man sich hier so zurecht einstellen, wie das passt. Genauso mit der Helligkeit. Ich kann aber auch die Autohelligkeit aktivieren. Dafür gehe ich einmal hier auf den Knopf und dann wird hier kurz flacker flacker angepasst. Und dann habe ich hier die Autohelligkeit. Ich kann mir auch hier meine Lieblingssettings abspeichern und das Ganze dann, ich sag mal hier, ich hätte gern den Farbton und ja, diese Helligkeit. Gehe auf das Herz. Halte da kurz gedrückt, dann blinkt alles hier einmal und dann habe ich diese Einstellung hier als Favoriten abgespeichert. Und wenn ich jetzt hier mal was verstelle, ich sag mal, ich mache hier mal sehr dunkel einfach und gleichzeitig noch sehr, sehr weißes Licht, gehe dann hier auf meine Favoritentaste und dann bekomme ich hier sofort meine Wunscheinstellung wieder mit einem Knopfdruck angeliefert. Sehr schön. Schauen wir uns das nochmal aus der Nähe an. Hier haben wir den Umgebungslichtsensor. Hier ist die besagte Favoritentaste, auf die man dann einfach drauf tappen kann. Hier stellt man dann
In dem Fall jetzt hier, weil ich hier die Farbtemperatur ausgewählt habe, stelle ich das gerade hiermit auf kaltweiß um und mit dieser etwas orangenen Taste geht es dann eben in die warme Farbtemperatur rein. Da kann man es schön sehen, so ist warm und so ist kalt. Und wenn ich dann wieder die Helligkeit einstellen möchte, gehe ich auf die Taste hier, ja, und stelle dann hier meine Helligkeit ein. Das funktioniert alles echt gut. Die Bedienung hier passt. Passt wunderbar, also lässt sich hier mit den Touch-Dingern echt gut bedienen und hier ist die automatische Helligkeitstaste, dann flackert es immer kurz mal auf und hier kann ich dann komplett ausschalten. Und ich habe euch ja eben schon gezeigt, dass die LEDs da in so einer Schräge angebracht sind und hier sieht man ganz wunderbar weswegen. Hier wird nichts auf dem Display geblendet, sondern ich bekomme die Beleuchtung hier auf meinem Schreibtisch, auf meiner Tastatur. Und hier das Display lässt sich immer noch einwandfrei ablesen, es sei denn, ich stelle es halt komplett aufs Display, aber selbst dann, ja, seht ihr, wird da nichts großartig überblendet. Das klappt also immer noch. Ich habe es jetzt komplett so weit nach innen gestellt, wie es nur geht. Dann ist hier eben etwas weniger Beleuchtung und wenn ich das nochmal jetzt hier verstelle, dann seht ihr, wie sich hier die Helligkeit verschiebt. So kann man das echt fein justieren. Also sehr gut überdachtes Design hier von BenQ, finde ich gut. Und ja, wer jetzt hier zum Beispiel keine Hintergrundbeleuchtung auf seiner Tastatur hat oder keinen Platz hat auf seinem Schreibtisch, um sich da noch eine extra Lampe hinzustellen oder ja den Platz nicht dafür verschwenden möchte, kann sich eben sowas holen. Dann packt ihr das euch hier oben auf den Monitor drauf oder eben hier beim Laptop auch ans Display oben dran. Das nimmt keinen extra Platz weg. Ihr braucht eben nur hier einen USB-Anschluss. Wunderbar. Und habt hier eine sehr schöne Beleuchtung. Und Freunde, ja, wir sind ja heutzutage Hightech ohne Ende. Das heißt, wir haben hier sogar eine App, mit der wir das Ganze steuern können. Das ist die Screenbar Light App. Und wenn ich jetzt hier mal auf der App an- und ausmache, ja, da seht ihr, das klappt auch. Da wird auch an- und ausgeschaltet. Also ihr könnt die ganzen Funktionen, die ihr hier oben über diese Touch-Bedienflächen steuert, auch hier über die App steuern. Ich kann hier heller machen. Ich kann hier auch die Farbtemperatur ändern auf warm, auf kalt, kann hier meine Favoriteneinstellung wählen und ich kann auch den Monitor hier in der Helligkeit ändern. Alles hier direkt über die App und kann auch hier ja die Farbtemperatur nochmal ändern. Die App gibt es für Windows und auch für macOS. Ich habe es ja hier auf macOS jetzt laufen. Also eine echt interessante Sache. Und was ich richtig interessant finde, wenn ich hier unten auf das kleine i drauf gehe, kann ich hier oben sogar noch ein Software-Upgrade machen. Also da kommen eventuell sogar noch mal Updates für die Lampe. Wahnsinn. Also das kann man hier alles damit steuern. Auch hier die automatische Helligkeit kann ich damit aktivieren. Es ist eine feine Sache. Ach, und man kann hier übrigens auch noch, das muss ich euch noch kurz zeigen, einstellen, dass hier automatisch das Ganze eingeschaltet wird. Ihr könnt also eine Timer-Funktion einschalten, dass ihr sagt, so, jetzt geht hier momentan um 20 Uhr die Sonne unter. Wenn ich dann meinen Laptop benutze, dann soll automatisch hier die BenQ Screenbar mit eingeschaltet werden. Auch eine sehr tolle Funktion. Also, die App lässt sich gut bedienen, hier oben lässt sich gut bedienen. Das wird alles sehr schön hell. Wenn wir hier mal drunter gehen, seht ihr das. Es blendet euch auf dem Display aber nicht. Das ist hier die Krux von der ganzen Geschichte, ganz, ganz wichtig. Und macht euch ein schönes Licht hier auf eurem Schreibtisch und auf eurer Tastatur. Also ich denke mal, der ein oder andere kann damit mit Sicherheit etwas anfangen. Deswegen gibt es den Link zum Produkt hier unten in der Videobeschreibung. Der Preis, der ist heiß, der ist nämlich 99 Euro. Nicht ganz günstig, aber dafür bekommt man auch ein sehr ausgereiftes Gerät, das gut funktioniert. Man muss eben wissen, ob man es brauchen kann oder nicht. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant und bin überrascht, dass das hier alles so gut hält an meinem dünnen MacBook Pro Display. Also schöne Sache, doch. Das soll es aber dann gewesen sein, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Den Link findet ihr, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut. So, dann machen wir mal hier ein bisschen heller. Jo, sehr schön.